Josef Grammann, geschäftsführender Gesellschafter der Grammoflor GmbH und Co. KG, steht auf einer Torfabbaufläche im Rüdershauser Moor und wirft einen Blick nach Westen. Seine Firma darf in der Gemeinde Owelgönne eine Fläche von rund 120 Hektar abtorfen. Doch bis der Torf dort seine Verwendung findet, ist es laut Grammann ein weiter Weg. 20 bis 30 Jahre könnte das Ganze dauern. Auf den zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen muss zunächst der mineralische Boden in einer Mächtigkeit von bis zu 150 cm komplett abgetragen werden. Dann muss der Torf gestochen, getrocknet und verarbeitet werden.